Herzlich willkommen zu einer neuen Reihe 10 gute Minuten. Heute zeige ich euch im ersten Teil, wie man was eine Taylor-Reihe ist und wie man auf Taylor-Reihen kommt. Zunächst mal, wofür braucht man Taylor-Reihen? Taylor-Reihen braucht man, um grundlegende Funktionen, zum Beispiel hier die wunderschöne Funktion f von x ist e hoch x, die e-Funktion, in Polynome zu überführen. Also das heißt an einer bestimmten Stelle, und wir betrachten heute die Stelle f von 0, in Polynomen darzustellen. Also was sind Polynome? Polynome ist eine Summe von Folgegliedern, also eine Reihe. Das fängt hier an bei 0 und geht bis unbegrenzt. Und zwar von einem Vorfaktor a Index n mal x hoch n. Das sind Polynome. Also Beispiel 3x hoch 4 minus x Quadrat plus 7x minus 8. Das sind Polynome. So, warum sind die so praktisch, die Polynome? Nun, sie sind deshalb so praktisch, weil man sie leicht ableiten kann. Das lernt man ja schon in der E-Phase, in der Schule. Also hier zum Beispiel von dieser Funktion ist die Ableitung 4 mal 3 sind 12. Der Grad wird um 1 niedriger, also x hoch 3 minus 2 mal x hoch 1 plus 7 mal x hoch 0. Und das Rest, diese minus 8 fällt weg. Nur das ist doch praktisch. Und wenn man jetzt komplizierte Funktionen, das e hoch x oder das Sinus hoch 3x mal Cosinus x oder irgendwas anderes in so eine Polynomreihe überführen kann, lässt sich doch viel leichter mit diesen Reihen, mit diesen Funktionen umgehen. Betrachten wir einfach mal diese Funktion f von x ist e hoch x. Und wir wollen sie mit so einer Polynomfunktion approximieren. Und zwar zunächst mal im Teil 1 an der Stelle x gleich 0. So, dann stellen wir also mal hier die Ableitungen auf. F von x ist e hoch x und f' von x ist praktischerweise auch e hoch x. F2' von x ist dann auch e hoch x. Und das können wir jetzt noch endlos fortsetzen. Die Ableitung von e hoch x ist immer e hoch x. Und das ist ja das Schöne an dieser Funktion. So, jetzt wollen wir sie mal mit einer Taylor-Reihe approximieren. Also zum Ableiten brauchen wir hier keine Taylor-Funktion. Aber ich werde auch noch in einem anderen Video zeigen, wofür dann diese Taylor-Reihen letztlich auch gut sind. Aber wir wollen erstmal sehen, wie man auf diese Approximationen kommt. So, erste Approximation an der Stelle x0. Wir haben also hier t1 an der Stelle 0 ist a1 mal 0 plus a0. Und die Ableitung dieser ersten Approximation ist a1. Entschuldigung, ich muss das nochmal allgemein schreiben hier. Wir setzen die 0 erst später. An der Stelle x. So, und dann ist die Ableitung a1. So, an der Stelle zunächst mal allgemein x. So, nun wollen wir approximieren an der Stelle 1. Jetzt gucken wir mal, der Funktionswert an der Stelle 0 ist e hoch 0 und das ist 1. Und der Funktionswert an der Stelle 0 der ersten Ableitung ist auch e hoch 0, ist auch 1. Also führt uns das auf ein lineares Gleichungssystem. Der Funktionswert ist an der Stelle 0, 1. Der Wert der Ableitung an der Stelle 0 ist auch 1. Also wenn wir das jetzt hier als Polynom nähern wollen, müssen wir ja schreiben a1 mal 0, weil wir an der Stelle 0 approximieren, also annähern, plus a0 ist 1. Und hier haben wir a1 ist auch 1. An der Stelle 0 ist die erste Ableitung 1.
Und wenn wir dieses Gleichungssystem lösen, bekommen wir das Ergebnis a0 ist a1 ist gleich 1. So, jetzt gehen wir den zweiten Schritt. Taylor-Polynom zweiten Grades ist a2, dieser Vorfaktor, mal x hoch 2, plus a1 mal x plus a0. Die Ableitung dieser zweiten Näherung ist 2a2x, hier, plus a1. Und die zweite Ableitung der zweiten Näherung ist 2a2, 2 mal a Index 2. Also haben wir auch hier wieder ein lineares Gleichungssystem. Und ihr seht, so kommen diese Taylor-Polynome zustande. Wir setzen für x wieder 0 ein, weil wir an der Stelle 0 approximieren. Und dann haben wir hier dieses Gleichungssystem. Also ich setze einfach hier das ein. Plus a1 ist wieder 1, weil e hoch 0 immer 1 ergibt. Und 2a2 gibt 1. Und wenn wir das auflösen, bekommen wir a0 gleich a1 ist 1. Das haben wir ja hier oben schon rausbekommen. Und a2 ist 1/2. So, nun heißt also die Näherung zweiten Grades, t2 von x ist 1/2 x² plus 1x plus 1. Und wenn wir das jetzt so weiterführen, ich habe das mal gemacht, führe es jetzt aber nicht mehr aus, weil es jetzt zu lang wird. Wir können das ja selber mal ausprobieren. Ja gut, Aufgabe. So, schön Pause-Taste drücken. Aufgabe heißt, das Taylor-Polynom dritten Grades zu ermitteln. Auch mit linearem Gleichungssystem. So, abschalten, selber machen. Abschalten. Hast du abgeschaltet? Ich hoffe, du kannst ja sagen, denn selber machen ist der Schlüssel zum Kapieren. So, nun müsstest du raus haben, wenn du es richtig gemacht hast, 1 Sechstel x hoch 3 plus 1 Halb x hoch 2 plus x plus 1. Das ist also unsere dritte Näherung des Taylor-Polynoms. Wenn wir das Ding jetzt verallgemeinern, also statt t hoch 3 jetzt t hoch n verallgemeinert, dann kommen wir auf das Polynom von 0 bis unbegrenzt f und n ist der Grad der Ableitung an der Stelle 0 durch n Fakultät mal x hoch n. Das ist die Näherung für die Funktion e hoch x an der Stelle 0. So, und somit können wir sagen, e hoch x ist n von 0 bis unbegrenzt x hoch n durch n Fakultät. Da die Ableitung an der Stelle 0 ja immer 1 ergibt, also dieses n-te Ableitung an der Stelle 0 taucht hier gar nicht mehr auf, beziehungsweise würde auftauchen als 1 mal x hoch n durch n Fakultät. Und das ist doch praktisch. So, jetzt noch eine kleine Aufgabe. Also Aufgabe, um zu sehen, ob du das auch verstanden hast. Bestimme das Taylor-Polynom zweiten Grades an der Stelle 0 für die Funktion
f von x gleich Sinus x. So, Pause-Taste drücken, selber machen und dann wieder einschalten. So, ich hoffe, du hast gedrückt. Nun gucken wir mal hin. Die erste Ableitung von Sinus x ist ja bekanntlich Cosinus x. So, jetzt haben wir also an der Stelle 0, also für x gleich 0, soll approximiert werden. Dann haben wir Sinus von 0 und Sinus von 0 ist 0. Der Wert der ersten Ableitung, Cosinus 0, ist 1. Ja, der Cosinus von 0 ist 1. Also haben wir jetzt hier wieder Taylor-Polynom ersten Grades von x ist a1x plus a0, das bleibt ja immer gleich. Und die Ableitung des ersten Polynoms ist wieder a1. Das führt uns wieder auf ein lineares Gleichungssystem. a1 mal 0 plus a0 ist jetzt in dem Fall 0, da Sinus 0 0 ergibt. Und a1 ist 1, da Cosinus von 0, also das heißt die erste Ableitung ist ja a1, beziehungsweise hier oben von der ursprünglichen Funktion Cosinus x und Cosinus an der Stelle 0 ist 1. So, und wenn wir das auflösen, dann kommt raus, a0 ist 0 und a1 ist, kann man ja hier direkt ablesen, 1. So, jetzt, das ist das erstens. Zweitens, Taylor-Polynom 2 an der Stelle x ist wieder a2x hoch 2 plus a1x plus a0. So, und die Ableitung ist 2a2x plus, hier übrigens können wir das a0 gleich weglassen, weil a0 0 ergibt. Und das a1 brauchen wir auch nicht mehr hinschreiben, weil a1 ja 1 ist. Also haben wir 2ax plus 1. Das ist hier die Ableitung von x. Und die zweite Ableitung des Polynoms zweiten Grades ist 2a2. So, jetzt brauchen wir hier noch die zweite Ableitung. Die erste Ableitung ist Cosinus x und die zweite Ableitung ist minus Sinus x. Wenn ihr das nicht mehr wisst, guckt das mal in einer Formelsammlung nach. So, okay. Also, lineares Gleichungssystem. a2x hoch 2 plus 1 ist 0. 2a2x plus 1 ist 1. 2a2 ist 0. Und damit ist a2 auch 0. Und somit heißt die Lösung, unser Taylor-Polynom zweiten Grades ist einfach x. So, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, guckt ihr Video nochmal oder guckt ein anderes Video. Danke fürs Zusehen und tschüss.